Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Experten-Telco zum Thema Chefsache Kopf, mehr Erfolg durch mentale Stärke mit Motivationstrainerin Antje Heimsöth. Hallo. Mein Name ist Elke Köpping, ich bin die VGSD-Regionalsprecherin in Berlin, bin auch beruflich sprechend unterwegs als Voice-Over-Sprecherin und Kabarettistin, ich bin also Sprecherin auf vielen Ebenen. Ja, und an meiner Seite begrüße ich meine Co-Moderatorin Sylvie Denarier aus München. Hallo Sylvie. Hallo Elke. Ja, Sylvie ist Diplom-Mathematikerin und arbeitet als IT-Architektin und Softwareentwicklerin. Klingt super spannend. Was machst du da so, Sylvie? Ein Satz? Ich löse Probleme. Damit sind wir heute richtig, denn ich begrüße unsere heutige Expertin Antje Heimsöth aus Rosenheim in Bayern. Hallo Antje. Na, hallo, hallo an alle. Die löst auch Probleme und zwar, ich schalte mal kurz weiter mit der Folie zu der Antje. So, da ist sie. Die löst nämlich die Probleme Chefsache Kopf. Ja, wie ist das mit dem Mentaltraining, mit der Motivation? Sie ist Mental Coach, Speakerin, Motivationstrainerin, hat eine Ausbildung gemacht als NLP-Lehrtrainerin und ist Swingwave Coach. Ja, und hat auch einige Auszeichnungen vorzuweisen. Sie ist 2014 als Vortragsrednerin des Jahres ausgezeichnet worden und ja, kommt eigentlich aus einer ganz anderen Branche ursprünglich. Sie ist Vermessungsingenieurin, hat sich dann aber im Jahr 2003 als Trainerin selbstständig gemacht. Und heute betreibt sie auch erfolgreich die Heimsöth Akademie, eine ganze Akademie. Was machst du denn da, Antje? Ist das eine Form von Führungskräftecoaching? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eine Form von Coaching-Ausbildungen mit Schwerpunkt mental, also all das, was zwischen den Ohren stattfindet. Und das für bestimmte Zielgruppen, sei es Sport, sei es für Menschen, die mit Kindern arbeiten, sei es Business oder sei es wirklich ganz allgemein mental. Also für die verschiedenen Richtungen, aber auch eine Akademie, die eben Inhouse-Seminare veranstaltet, wo ich dann in Firmen gehe und die Themen, die Zielstellungen, die besprochen worden sind, dann in den Firmen eben abwickle. Mhm. Ob jetzt im Sinne von Einzelcoaching oder Workshops, ob für Teams, ob Einzel, ob Gruppe, ganz unterschiedlich. Genau, da wollte ich gerade nachfragen. Also beides ist möglich. Ja. Ja, du hast auch schon zahlreiche Publikationen vorzuweisen, hast einige Bücher veröffentlicht. Mhm. Ich blende die gerade mal ein. Das ist einmal Chefsache Kopf, auch das heutige Thema mit mentaler und emotionaler Stärke zu mehr Führungskompetenz im Jahr 2015. Interessanterweise alle im Jahr 2015. Das ist Zufall, oder? Naja, es gibt ja Bücher davor. Letztes Jahr war halt das sozusagen das Buchjahr, habe eben die drei Bücher letztes Jahr geschrieben, dafür ist heuer Pause und werde mich nur an einem Buch zum Thema Polizeimanagement beteiligen und dann nächstes Jahr, denke ich, geht es wieder weiter mit dem nächsten Buch. Ja, prima. Also du bist ganz schön fleißig, was das Schreiben betrifft. Das finde ich sehr vorbildlich. Siegen beginnt im Kopf ist ein weiterer Titel aus dem vergangenen Jahr. Das hast du mir vorhin gesagt, für die heutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gibt es das Angebot, wer dir eine E-Mail schickt oder wahlweise dich über Xing anschreibt, kann dieses Buch als PDF erhalten. Ganz genau, nur gleich vorweg, sollte jemand die Nachricht bekommen, dass die E-Mail nicht zustellbar ist, es gibt gerade Probleme bei mir mit den E-Mails, dann bitte eben über Xing anschreiben und dann stelle ich sehr gerne die PDF zu dem Buch Siegen beginnt im Kopf, was ich eben rechtlich vom Verlag aus darf, zur Verfügung. Mhm. Was ich ganz spannend finde, du hast es gerade erwähnt, der Sportbereich, du hast auch, hier habe ich beispielhaft eine Publikation im Sportbereich eingeblendet, Sportmentaltraining. Dazu hat Oliver Kahn das Vorwort geschrieben, passt gerade wunderbar zur EM. Du hast dich sehr früh in deiner Selbstständigkeit schon auf das Coaching auch im Sportbereich fokussiert. Finde ich sehr, sehr interessant. Wie kam das denn dazu? Naja, ich habe ja angefangen mit einer NLP-Ausbildung, habe die auch innerhalb von 3 Jahren abgeschlossen, habe den NLP-Lehrtrainer dann bekommen und dann habe ich mir halt überlegen dürfen, mit welcher Zielgruppe mache ich mich denn jetzt selbstständig, also welche Zielgruppe spreche ich als erstes an und mir war klar, nein, ich will nicht eins von vielen NLP-Instituten werden, ich komme aus dem Sport, fang doch mal mit der Zielgruppe Sport an und was braucht die Gruppe? Und habe dann schon in der NLP-Ausbildung eine Masterarbeit zum Thema NLP im Reitsport geschrieben
Und da war mir dann klar, der Reitsport ist zu eng, das ist eine zu kleine Zielgruppe und bin dann eben auf den ganzen Sport und dann kamen eben Jahre später die ersten Unternehmen wie BMW auf mich zu und haben dann eben gesagt, hey, wir wollen auch gewinnen. Strategien sind doch sicher dieselben, Wording ist ein wenig anders und da musste ich natürlich den Unternehmen recht geben und seitdem arbeite ich eben nicht nur mit dem Sport, Spitzensport, Bundestrainer, Teams, aber auch Freizeitsport, immer wieder wichtig und Breitensport, sondern ich arbeite heute eben auch mit Führungskräften, Topmanagement und habe auch einige Vorstände als Coach in der Kundenliste. Was sind denn so die Besonderheiten bei der Zielgruppe Sport, die im Bereich Coaching oder auch im Bereich Mentaltraining anstehen? Naja, die größte Angst, und das ist eben nicht nur im Sport so, ist die Angst vor Versagen. Was sagen die anderen Menschen über mich oder schreiben sie über mich, ob jetzt in den Medien, in den Social Medias, wenn ich verliere, wenn ich versage, wenn ich einen Blackout habe, den Faden verliere, die Leistung, die man von mir erwartet, nicht bringe. Also nicht die Angst vor Verletzung, wie man manchmal glauben könnte. Ich hatte mal einen Sportler, der hat sich das Genick gebrochen beim Bobfahren, ist trotzdem weiterhin Bob gefahren, sondern die größte Angst ist wirklich die Angst vor Versagen. Aber daneben sind es eben auch andere Dinge wie Konzentrationsprobleme, wie gestalte ich die Vorbereitung, wann fange ich damit an, wen nehme ich mit, also Thema Umfeldmanagement, es sind Thema Rituale, Routinen, Umgang mit Stressbewältigung und Druck, vor allem auch als Trainer, die haben extrem viel Druck, auch jetzt gerade im Fußball. Es sind Kommunikationsthemen, Beziehungsthemen, es geht um Motivation, wobei das im Thema Führung ein größeres Thema ist als im Sport. Also es ist ein sehr, sehr breites Thema. Wie lässt sich denn diesen Ängsten begegnen? Unser Stichwort ist ja mentales Training, Motivationstraining heute. Was sind deine Strategien? Was empfiehlst du oder wie arbeitest du, um diesen Ängsten ja auch entgegen oder den Individuen, sage ich mal, die Mittel an die Hand zu geben, diesen Ängsten entgegenzutreten? Naja, erstmal zu schauen, wovor genau hat der Mensch Angst und was ist die positive Absicht von Angst oder der Sekundärgewinn? Weil nichts im Leben passiert einfach so. Also oftmals schützt uns die Angst ja auch vor etwas. Und dann gibt es halt sehr viele Methoden wie Wingwave, EMDR, wie Klopftechniken, wie Fastphobia aus dem NLP. Und gehe dann mit den Menschen im Einzelcoaching eben an die Ängste und fange an, diese Ängste zu verändern mit Hilfe der genannten Methoden. Das heißt, es ist ein Coaching, du im Gespräch mit dem Klienten, der Klientin und ihr geht die Punkte durch und gibst du Hilfen, gibst du Trainings, gibst du Tipps, wie sie selber auch weiterarbeiten können oder passiert ja sehr viel im Zielgespräch? Nein, es ist eben ganz entscheidend, das heißt der Mentaltraining, der Sportler weiß genau, wenn er seine Fitness nicht weiter trainiert oder seine Athletik und Koordination, dann kann er am Tag X keine Spitzenleistung bringen und Mentaltraining heißt dasselbe, die Übungen müssen in den Alltag integriert werden, sie sind wirklich kurz, also sind kurze Übungen, die brauchen vielleicht 1-2 Minuten, mal von Dingen wie Meditation abgesehen, aber das ist auch eine Philosophiefrage. Wer das gerne macht, der nimmt sich auch gerne die halbe Stunde. Ansonsten sind es wirklich viele Übungen, die man in den Alltag integrieren kann, beim Autofahren, beim Zugfahren, wenn man am Flughafen wartet, wenn man mal draußen im Stuhl sitzt, im Garten und schaut in die Natur. Also es will schon tagtäglich ja angewandt werden. Und hast du mal so ein Beispiel, so ein ganz kurzes, was zum Beispiel so eine Form von Training wäre? Ja, zum Beispiel Atemübungen. Viele Menschen sind ja sehr gestresst, kommen dann in die Brustatmung. Es wäre aber wichtig, die sogenannte Bauchatmung und da eben jeden Tag wirklich mal gezielt, bewusst mindestens 5 tiefe Atemzüge zu nehmen, die bis in den Bauch gehen. Ich übe das dann mit den Teilnehmern eben oder mit den Klienten im Coaching. Und das sollen sie dann daheim weitermachen. Es sind so Dinge wie Affirmationen sprechen, das sind so positive Selbstgespräche. Also zum Beispiel meine Standardaffirmation ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und wir wissen heute, dass dass unsere Gedanken einen Einfluss haben auf, wie das zwischen unseren Ohren im Gehirn
gestaltet ist. Also man spricht da von Neuroplastizität. Und wir wollen eben aus neuronalen Trampelpfaden neuronale Autobahnen machen. Das ist dann sozusagen der Chef zwischen den Ohren. Und wenn ich den eben aus etwas sehr Negativem in was Positives bringen möchte, aus dem Pessimisten in das Thema Optimismus wechseln möchte, dann braucht es eben diese tägliche, statt das Negativdenken eben, ja, positive Sätze zu sagen. Ich mag heute den Begriff positives Denken nicht mehr so, er ist ein bisschen ausgelutscht. Es braucht halt eine Gedankenhygiene. Und gibt es eigentlich so ein paar spektakuläre Erfolgsbeispiele, die du in deinem Klientenpool hast? Das darfst du bestimmt nicht sagen, oder? Ja, genau. Also das Thema Verschwiegenheit ist ein großes Thema. Ich meine, ich habe im Sport letztes Jahr 4 große Nachwuchstalente, die ich jetzt schon seit über 4 Jahren begleite, die alle geehrt worden sind. Zum Beispiel Valentin Müller ist von der SZ auf der Talentiade geehrt worden, als einer der besten oder als der beste Nachwuchssegler Deutschlands. Dann Massatis als der beste Nachwuchsfahrer Motorsport Formel 4. Da war ich sogar dabei bei McLaren in Woking bei London, war sehr aufregend. Und bei Vorständen geht es oft um Thema mentale Gesundheit. Manch einer hat Burnout oder hat einen Herzinfarkt und haben halt Angst, wieder einen zu bekommen und wissen, dass sie das in den Griff bekommen müssen, eben vor allem beim Kopf, aber auch, wie sie im Alltag ihre Pausen einbauen können, wie sie besser delegieren können, ihre Bedürfnisse besser und anders kommunizieren können. Also es gibt wirklich lange Listen. Ich glaube, wenn man allein die Kundenstimmen liest, die ich zum Teil veröffentlicht habe, kann man es ein Stück abschätzen oder eine Idee davon bekommen. Du hast das gerade angesprochen, also es ist nicht nur das Siegen, das im Kopf beginnt, das ist einer deiner Titel, es geht auch in der Unternehmensführung oder auch, sage mal, generell als Selbstständige, lässt sich das sicherlich übertragen auf das eigene Geschäft, geht es auch darum, auf sich selbst zu achten, also zum Beispiel bei gesundheitlichen Problemen dann auch auf die Gesundheit zu schauen und dann zu sagen, okay, wie lässt sich das verbinden? Ja, also das ist ein Aspekt, den du auch behandelst, ja? Also mir geht's, also das Siegen beginnt im Kopf, ist jetzt natürlich so ein bisschen einfach ein aufreißerischer Titel. Mir geht es vor allem mal um eine Zufriedenheit. Glück ist jetzt schwierig, weil wir haben glückliche Momente. Wir sind ja nicht dauerglücklich, 7 Tage, 24 Stunden. Aber es geht um so eine Grundzufriedenheit. Es geht um die Steigerung der der Lebensqualität und damit dann auch der Leistung. Und wenn eben die Leistung sich steigert oder auch einfach konstant bleibt, dann werde ich auch erfolgreich und werde auch gewinnen. Also, weil aus so einer inneren Zufriedenheit raus habe ich mehr Energie, ich habe mehr Ausstrahlung, mehr Charisma, mehr Persönlichkeit. Ich kann Entscheidungen mit mehr Übersicht Dinge kann ich mit mehr Übersicht entscheiden und das führt dann eben zum klassischen Gewinnen oder Siegen. Also gar nicht so sehr das Ding, wie kann ich um jeden Preis mein Unternehmen vorantreiben oder wie kann ich noch mehr Leistung bringen, sondern eher, wie kann ich mein Wohlbefinden dabei steigern oder wie kann ich ausgewogen vonstatten gehen lassen. Naja, es ist schon eine Mehrgleisigkeit. Müssen ja immer sehen, das Unternehmen, die Abteilung, die Teams, aber auch jeden Einzelnen im Team. Und letztendlich darf man da auf mehreren Ebenen arbeiten. Einmal, wie kann ein Team gemeinsam mehr nach vorne kommen, auch Thema Ziele und Wertearbeit. Und da erlebe ich immer wieder, dass noch vieles im Argen liegt, dass vieles nicht kommuniziert ist. Es gibt keine Begriffsklärungen, was verstehen wir unter dem Wert X oder Ziele sind nicht wirklich bis runter kommuniziert und nicht jeder identifiziert sich mit den Zielen oder hat eigene Ziele formuliert, die er auf dem Weg zum Unternehmensziel beisteuern wird. Und dann eben die Arbeit auch mit jedem Einzelnen. Also im Optimalfall, auch im Sport, arbeite ich mit dem Trainer, also übertragen Führungskraft oder Chef im Unternehmen. Ich arbeite mit dem Team, dem Fußballteam, ich mache Teamcoaching. Und ich arbeite mit jedem Einzelnen an seinen ganz persönlichen Baustellen oder Themen, Herausforderungen. Wie sieht denn so ein Teamcoaching aus? Das ist ja durchaus übertragbar, eben auch auf kleine Teams in Unternehmen, ne? Teamcoaching kann man, also ich sag mal, 6 Leute aufwärts machen. Ich gehe heute sehr, sehr gerne in den Naturseilgarten
und mache Übungen draußen, Übungen, die sehr emotional sind, weil was merken wir uns im Leben am besten, sind eben die emotional besetzten Dinge. Aber es gibt halt auch viele Übungen, so wirklich spielerische Übungen auch im Raum, die man wunderbar auswerten kann und daraus dann einfach mal sehen kann, wie kommuniziert zum Beispiel ein Team. Und wenn man ihnen eine Aufgabe stellt, ist zum Beispiel immer wieder spannend, dass oft in den großen Aktionismus verfallen wird, aber keiner fragt mal in den Raum hinein, hey, hat schon mal jemand von euch die Übung gemacht? Kennt jemand die Lösung oder hat schon mal eine ähnliche Übung gemacht und hat so eine erste Idee, wie wir am sinnvollsten starten? Nein, es bricht der große Aktionismus aus. Und das ist oft schon mal das erste Highlight für Teams, weil sie dann merken, stimmt, vielleicht sollten wir erst mal, bevor wir in Aktionismus verfallen, miteinander reden und uns austauschen. Erinnert mich auch wieder ein bisschen an Fußball. Alle hechten wild über den Rasen, aber keiner spielt zusammen. Naja, Gott sei Dank ist dem jetzt nicht so. In den Profiteams, da steckt schon eine Menge Taktik. Und natürlich auch, wir haben ja Dieter Herrmann dabei, Sportpsychologen. Die DFB reiste heute nicht mehr ohne Spezialisten auch für den Bereich zwischen den Ohren. Gibt es denn da was, was Unternehmen auch von Sportlern lernen können, was Kommunikation oder Unternehmensstruktur auch angeht oder Strukturiertheit im Vorgehen? Naja, es geht ja weniger jetzt um strukturiertes Vorgehen, da ist ja auch jeder ein bisschen anders. Der eine braucht mehr Struktur, der andere weniger. Aber wir können natürlich ganz, ganz viel vom Sport lernen und für mich einer der größten Bereiche ist das Thema Entspannung, Regeneration, weil wenn ich mich nicht als Sportler zwischendurch entspanne und regeneriere, werde ich am Tag X nie und nimmer Bestleistung erbringen. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Artikel liest über die Fußballmannschaft, dann wird da ja auch immer wieder geschrieben, es gibt einen Tag zur Regeneration, jeder kann machen, was er lustig ist. Und es geht immer wieder darum, zwischen den Spielen eben auch entsprechend zu entspannen und zu regenerieren. Und in den Unternehmen ist ja heute oftmals doch noch so, dass viele meinen, sie müssten 7 Tage die Woche online sein, sind am Sonntag schon wieder unterwegs, kommen am Freitag nach Hause, machen dann vielleicht Samstag noch ein paar Sachen fertig, die liegen geblieben sind unter der Woche, können im Urlaub nicht abschalten, machen selbst im Urlaub E-Mails und sorgen wenig oder nicht wirklich gut für eigene Pausen, arbeiten mittags durch am Rechner, essen schnell, während sie noch E-Mails beantworten. Und das sind halt alles Dinge, die ja suboptimal sind für das Thema Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Aber es sind auch Dinge wie eben wirklich Ziele zu haben. Es ist Thema Gedankenhygiene. Es ist das Thema innere Bilder, die Kraft der inneren Bilder. Es ist, wie manage ich mich selber? Wie bringe ich Wut, Zorn, Ärger runter? Vor allem, wenn es jetzt gleich um die Wurst geht, wenn es gleich um den Titel geht. Wie gehe ich um mit Nervosität, Versagensängsten, Lampenfieber? Und vor allem Stärken, statt eben immer auf den Schwächen rumzureiten. Du hast ja auch viele Aspekte angesprochen, die auf uns Solo-Selbstständige genauso zutreffen. Also eben dieses, sich keine Ruhe zu gönnen und dann eigentlich auch immer am Rande des Burnouts zu agieren, wenn man denkt, gut, ich muss mein Einkommen sichern, ich muss weitermachen und darüber die Pausen im Grunde auch vernachlässigt. Ja, wobei wir eben auch Pausen über die inneren Bilder uns gönnen können, indem ich zum Beispiel, ich hatte heute Morgen einen 2-stündigen Zahnarzttermin, sehr unangenehm, sehr frustrierend. Und je nachdem, wo ich bin in meiner inneren Bilderwelt, verfolge ich ganz genau, was der Zahnarzt tut. Ich habe mir die Frage gestellt, hey Antje, wo in deinem Leben war eigentlich der schönste Strand, den du je erlebt hast? Bin dann so durch meine Urlaube gegangen, bin dann an den schönsten Strand, den ich je erlebt habe, innerlich hingegangen. Und dann reagiert der Körper auf dieses innere Bild. Ich bin am Strand, ich habe die Aufmerksamkeit jetzt auf den Wind und den Sand und das Salz in der Luft und dann baut sich das Adrenalin ab und das ganze Thema Zahnarzt und was er da gerade macht, wird nicht gar so stressig. Ist das schon ein Aspekt dieses Themas mentale Stärke, Mentaltraining, diese Vorstellungen von anderen Orten, zum Beispiel in angespannten Situationen, in Stresssituationen? Genau, also per se hat ja Mentaltraining mal was eben mit den inneren Bildern zu tun, mit der Visualisierungsfähigkeit, Visualisierungskraft des Menschen. Nur das, was ich mir vorstellen kann, das kann ich auch erreichen. Also Ziele rein auf dem Papier bringen mal noch gar nichts, sondern Sportler fangen dann oft schon ein Jahr vor einer WM oder vor einer Europameisterschaft an, sich vorzustellen, dass sie auf dem Podest stehen, dass sie ihnen die Medaille umgehängt wird, dass sie den Funktionären gratulieren, nachher, wem sie alles
ja, Danke sagen wollen, wer sie eben alles hin zum Erfolg begleitet hat. Das stellen sie sich immer und immer wieder vor. Und wenn ich mir das immer und immer wieder vorstelle, dann bekommt das eine Wahnsinnsdynamik. Ja. Und das kann ich ähnlich machen, wenn ich heute ein wichtiges Meeting habe, eine Verhandlung, ich möchte die gewinnen, dann stelle ich mir zum Beispiel vor, wie ich dem anderen Handshake, man per Handschlag ist man sich einig, man verlässt mit einem vielleicht Grinsen im Gesicht oder einem Lächeln im Gesicht mit einem zufriedenen Gefühl den Raum und stellt sich immer genau das vor und nicht all die Probleme, was vielleicht der Verhandlungspartner einwerfen könnte, sagen könnte, red mir schon herbei, das wird heute eh nichts, weil, sondern ich stelle mir den Abschluss vor. Jetzt könnte ich mir vorstellen, also ich habe das bei mir schon erlebt, dass ich dann so entspannt werde, dass ich mir nicht mehr richtig Mühe gebe und so das Gefühl habe, ich habe den Sieg schon in der Tasche, ja, und dann überhaupt nicht 100% gebe oder 200%, sondern nur 50%. Ist das eine Gefahr und wie kann man der begegnen? Ich lese gerade im Chat, ich würde da gerne mal drauf eingehen. Ja. Bleibt es bei der lockeren Diskussion oder will ich eine strukturierte Präsentation geben? Im Vorfeld wurde besprochen mit dem VGSD, dass es eine Diskussion wird und keine strukturierte Präsentation im Sinne eines Vortrags. Daher ja, es bleibt bei der Diskussion. Und wir reagieren gerne auf Fragen und gehen dann auf die Fragen ein. Das ist ja auch hier die große Chance. Aber es wird kein Telco im Sinne eines Vortrags. So, nochmal als Einwurf. Genau. Ja, und dann können wir ja auch gleich die Frage beantworten, ob man ein Training per Telefon buchen kann bei dir. Ja, kann man. Wobei mir das allererste Gespräch wichtig ist, es von Face-to-Face zu machen, weil ich ja auch sehr viel wahrnehme an der Körperspannung und Körperhaltung des Menschen. Und dann ist später auch eine Begleitung per Skype möglich. Also mir wäre dann lieber Skype als jetzt Telefon. Aber mache ich heute sehr viel, weil wenn meine Sportler zum Beispiel auf der Olympiade sind, dann bin ich ja nicht immer vor Ort, das kann ich oft gar nicht leisten. Oder jetzt läuft gerade Weltmeisterschaft im Segeln in Portugal, dann arbeiten wir per Skype miteinander. Ja, um auf meine Frage zurückzukommen, Negativeffekte zu großer Entspannung bei dem mentalen Training, wie kann ich denen begegnen? Gibt es da auch eine Übung oder einen Trick oder vielleicht auch etwas, wie ich bei der Stange bleibe, trotz großer Entspanntheit? Also ganz ehrlich erlebe ich ganz, ganz selten, dass Menschen zu mir kommen, weil sie sagen, sie sind zu entspannt. Mhm. Dann sind wir wahrscheinlich beim Motivationsthema. Im Sport würde man jetzt klassisch körperliche Aktivierungsübungen machen, wie Treppenlaufen, also Treppe rauf, Treppe runter, wie Skippings, also Schnelllaufen auf der Stelle, wie bestimmte Atemtechniken oder auch eine aktivierende Musik einsetzen. Aber das ist seltenst ein Thema im Coaching oder in der Begleitung von Vorständen, Führungskräften oder Spitzensportlern. Es wäre also tatsächlich eher das Thema der Ängste, der Anspannung vor wichtigen Gesprächen. Es kann ja auch ein Kundengespräch sein, bei dem es um eine höhere Geldsumme geht, wenn ich das jetzt übertrage auf uns Solo-Selbstständige, oder um vielleicht auch ein schwieriges Konfliktgespräch mit einem schwierigen Kunden. Gibt es da Wege und Mittel, die du parat hast, um solchen Dingen zu begegnen? Ja, man kann natürlich in einer Art Rollenspiel das Gespräch überhaupt mal durchspielen. Einmal natürlich, was will ich sagen? Also wir fangen dann schon auch an, manchmal wirklich Gesprächsteile aufzuschreiben und vorher genau durchzusprechen, damit man eben nicht in diese klassischen Du-Botschaften verfällt, in Vorwurfshaltungen, sondern damit ich parat habe, was genau will ich, was genau sind meine Bedürfnisse, wo genau soll die Reise hingehen. Aber wie gesagt, auch hier mache ich, aber der Hauptpunkt ist wirklich die Arbeit mit dem Menschen an seiner Persönlichkeit, an seiner Selbstorganisation, Selbstmanagement. Wie kann ich eben, ja, ich selber bin sehr emotional, wie kann ich das so handeln, dass ich dann, wenn ich mich gerade über etwas unwahrscheinlich aufgeregt habe, in ein Seminar oder in diese Telco jetzt gehe und bin konzentriert im Moment, in der Gegenwart und eben nicht mehr bei dem, was mich vorher frustriert oder genervt hat. Weil der Wettbewerb oder auch das Gespräch mit dem Kunden richtet sich ja nicht nach mir, wann ich soweit bin, sondern es ist angesetzt auf eine Uhrzeit und dann möchte ich ja auf den Punkt fit sein und da sein und in einem guten Zustand sein. Und da kann man halt eine Menge machen, wie zum Beispiel Rituale nutzen.
Na, Sportler nutzen Rituale vor dem Wettkampf, damit sie dann wirklich zum Spiel oder zum Wettkampf hin auf den Punkt top fit sind. Zum Beispiel in Oliver Kahne hat mir halt erzählt, dass er schon am Dienstag vor dem Spiel angefangen hat, seine Rituale zu einzuhalten. Ich weiß von Rennfahrern, die haben das genau runtergeschrieben. Zum Beispiel Alonso findet man auch im Netz was, wie er das wirklich stündlich, minütlich durchplant und dann auch am Wettkampftag selber, damit auch das Team sich auskennt, wann will er seine Ruhe haben, wann ist das Team gefordert, wann geht die gemeinsame Vorbereitung im Team los. Und ich kann zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu geben, übertragen aus dem Golfsport, viele kommen zu mir und sagen, hey Antje, wie schaffe ich es abends abzuschalten? Ich nehme meine Arbeit gerne mit nach Hause. Das stresst natürlich, nervt auch oft die Familie, bestimmt dann auch Gespräche zu Hause oder auch die Stimmung zu Hause. Und ich kann zum Beispiel mir auf den Oberschenkel klopfen. Viele Tennisspieler haben ja irgendwie so ein Startsignal. Man sieht, sie kneifen sich am Ohr, an der Nase, klopfen sie auf den Oberschenkel oder Po. Das ist das Startsignal. Ich überlege gerade nochmal, was darf ich auf keinen Fall vergessen. Das schreibe ich auf, weil dann weiß ich, da habe ich es irgendwo stehen. Dann kann ich es auch loslassen. Dann fahre ich einen Rechner bewusst runter, ich verlasse das Büro, ich bleibe an der Tür nochmal stehen, überprüfe nochmal kurz, ist noch was zu tun. Und dann gehe ich wirklich raus, verlasse das Firmengelände, steige ins Auto, aufs Fahrrad. Und zum Beispiel ein Klient, der hat dann immer nochmal einen Stopp gemacht am Ortsschild, hat dann nochmal geprüft, bin ich mit meinen Gedanken noch in der Arbeit. Und wenn ja, dann hat er geparkt, weil er sagt, ihm hilft da eine halbe Stunde stramm spazieren gehen, dann wird der Kopf frei. Dann ist er eben ausgestiegen, hat sich die Wanderschuhe angezogen, ist eine halbe Stunde stramm losmarschiert und ist dann nach Hause, um dann unter die Dusche zu gehen, die Kleidung zu wechseln, weil zum Beispiel ein Sportler würde nie in seiner Wettkampfkleidung nachher munter durch die Gegend springen, sondern die wird dann gewechselt, um dann zu schauen, okay, reicht's jetzt oder vielleicht noch 10 Minuten Musik zu machen oder irgendetwas, was einem selbst gut tut, um dann präsent zu sein in der Familie und wirklich voll und ganz für die Familie da sein zu können. Und das sind dann Rituale, die man wirklich automatisiert, so dass man dann irgendwann auch nicht mehr drüber nachdenken muss, so wie beim Treppensteigen denke ich ja auch nicht drüber nach, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit dem Runterkommen. Das würde dann sozusagen ein Signal, sag mal, wenn ich das jetzt mehrere Wochen durchhalte, hat sich das so verselbstständigt, dass für mich letztlich dieses Runterfahrritual schon dazu führt, dass ich automatisch abschalte. Wäre das ein Effekt? Kann ich das so verstehen? Ja, es fällt zumindest immer leichter, abzuschalten. Mhm. Ja, ich meine, es gibt immer Extremsituationen im Leben, aber die Rituale geben eine oder stellen eine gewisse Sicherheit dar. Ja. Und es funktioniert hier, ja. Hier ist gerade noch eine spannende Frage. Genau, die wollte ich gerade stellen. Also super. Dass es eben auch andersrum funktioniert. Also Gründer müssen ja einen langen Atem beweisen, genauso wie auch Sportlerinnen und Sportler, die sich eben sehr lang auf eine Olympiade vorbereiten, ein Jahr vorher mit Intensivtraining starten, nehme ich mal an. Ich kenne mich da nicht so aus. Wie ist das bei Gründern? Was ist für die besonders relevant? Und gibt es da eine Übung? Ja, Übung ist nicht. Übung heißt, setz dich hin, schreib deine Ziele auf. Wo möchtest du am Ende des Jahres sein? Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? Wo möchtest du in 10 Jahren stehen? Und ich mache das jedes Jahr für mich, meistens so im November, Dezember, dass ich mich wieder hinsetze und genau überlege, was soll genau in einem Jahr, wo möchte ich dann stehen? Und da wird oft nicht konsequent genug, wird das gemacht. Und wenn man sich mal mit den erfolgreichsten Menschen der Welt unterhält, dann haben die das eben gemacht. Sie haben genau ihre Ziele festgelegt. Und ich tue gerade jemanden coachen, der ein Startup-Unternehmen aufbaut, mega erfolgreich. Und er hat mir das gezeigt, hat seine Aufzeichnungen dabei gehabt. Die wirklich erfolgreichen Menschen legen schriftlich ihre Ziele fest auf den verschiedenen Bereichen. Also wir haben ja verschiedene Lebensbereiche. Wir haben den privaten Bereich, den geschäftlichen Bereich, Thema Gesundheit, Gesundheitsziel. Manche machen noch einen Sport als Ausgleich, wollen sich da auch Ziele setzen, muss man natürlich nicht. Oder man will ein Haus bauen, dann gibt es finanzielle Themen, Geschichten. Und die wirklich aufzuschreiben, bis hin, dass man sie dann, wenn man Mitarbeiter hat, sie an die, zum Beispiel an die Wand malt, machen Fußball, das macht eine Firma in Ismaning, die ich begleite, die haben ihre Vision an die Wand gemalt, sodass sie für jeden Mitarbeiter und Kunden ständig präsent ist. Ist wirklich dieses
Ziele manifestieren und dann auch zu visualisieren, also sich im Kopf vorzustellen und dann die Handlungsschritte natürlich abzuleiten. Was sind die nächsten To-Dos? Mindestens 6 To-Dos aufzuschreiben und sich zu denen auch zu committen und jeden Tag am Ende des Tages sich zu überlegen, wie sehr habe ich heute auf mein Ziel eingezahlt oder habe ich mich irgendwie verdattelt in Nebenschauplätze, weil es gibt da eine erschreckende Zahl, dass wir angeblich nur 30-40% des Tages wirklich arbeiten und den Rest mit Dingen vertun, die nicht wirklich zur Arbeit gehören oder nicht wirklich auf die Ziele einzahlen. Ja, und dann noch wichtig zu klären, was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig, weil will ich erfolgreich gründen, heißt es oftmals die eigene Beziehung und Familie zurückzustellen. Trägt die Familie das mit, also auch das zu kommunizieren und sich da ein Go abzuholen und nicht, dass man nachher einen Wertekonflikt erlebt und der einem dann immer wieder zu schaffen macht und dann auch Entscheidungen treffen lässt, die dann komplett falsch sind. Ja. Thema mentale Stärke ist heute unser Titelthema. Was ist denn mentale Stärke in diesem Zusammenhang? Wenn wir es auf das Beispiel des Gründens, des Start-ups oder des jungen Unternehmers, der jungen Unternehmerin, jung in Anführungszeichen, übertragen. Ziele setzen ist das eine, die konsequent umsetzen. Wie bleibe ich denn bei der Stange? Hat das was mit mentaler Stärke zu tun? Naja, wie bleibe ich bei der Stange, hat damit was zu tun, habe ich die Ziele und habe ich mir überlegt, welche Konsequenzen hat mein Ziel, also wenn zum Beispiel jemand als Sportler überlegt sich jetzt, ich möchte in 4 Jahren auf der Olympiade dabei sein, dann kann ich mir ganz genau mit dem Sportler überlegen, was hat das für Konsequenzen auf Schule, Privatbereich, Freunde, Familie und so weiter und dann schaue ich den Sportler an und frage ihn, bist du bereit, diese Konsequenzen wirklich zu tragen, den Preis, nicht unbedingt den finanziellen Preis, aber bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und wenn dann einer zögert, dann muss man am Ziel arbeiten und nochmal sich überlegen, ist es wirklich das Ziel? Willst du es oder will es jemand anders? Ja, also es ist für mich schon eine Frage auch von Ziel und habe ich dann mein Ziel im Blick und gehe da auch wirklich straight drauf los, bin dann bereit, aber auch die Täler auszuhalten, weil das Leben ist halt ein Auf und Nieder immer wieder mit einer Tendenz, erfolgreicher zu werden mit dem, was man tut. Aber die Täler des Lebens lassen sich dabei halt nicht umschiffen, weil wann lernen wir am meisten im Leben? Wenn wir siegen oder wenn wir im Tal sitzen, wenn wir gerade irgendwie gescheitert sind mit etwas? Meist eben dann, wenn wir gescheitert sind, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und dann das sauber zu analysieren und wieder weiter zu marschieren, das ist wichtig. Und dann eben nicht, wenn ich gegründet habe, zu früh aufzugeben und zu sagen, jetzt bin ich gescheitert, ach, jetzt lasse ich es doch besser, ich höre wieder auf, ich gehe zurück zu dem, was ich früher gemacht habe oder mache ganz was anderes. Das heißt, mentale Stärke würde sich mit Konsequenz in Bezug auf die eigenen Ziele auch übersetzen oder gibt es noch andere Aspekte, die da wichtig sind? Naja, mental heißt ja mal per se, kommt aus dem Lateinischen, heißt geistig in Gedanken zum Geist gehörend. Also wenn wir mal rein das Wort nehmen, mental, dann geht es wirklich um Neuroplastizität und unsere Gedanken. Bin ich eher auf der Pessimismusseite oder Optimismusseite? Bin ich eher beim halb leeren Glas oder halb vollen Glas? Wie viel Prozent meines Lebens unterhalte ich mich über Dramen des Lebens, über Dinge, die passiert sind, die wir aber nicht ändern können, über irgendwelche Unfälle in anderen Ländern dieser Welt? Oder wie viel bin ich gedanklich bei meinem Weg und meinen Zielen und mache mir Gedanken über Lösungen für Probleme? Aber viele Menschen sind ja mehr fokussiert auf die Probleme und reden über die Probleme, machen sie damit größer, als über die Lösungen nachzudenken und dann zu überlegen, was sind die Schritte, damit ich hin zur Lösung komme. Ja, also mental zu reduzieren auf eine Übung geht überhaupt nicht, weil ich habe ja schon so einen Überblick gegeben, was Mentaltraining alles beinhaltet. Es ist ein Riesenbereich. Um es vielleicht besser abzugrenzen, im Mentaltraining beschäftigen wir uns sehr, sehr stark mit der Gegenwart und Zukunft und weniger mit der Vergangenheit. Also Therapie wäre ja Vergangenheit, was ist damals passiert in der Schule, die ganzen Thema Prägung und so weiter. Ich versuche heute eher mit der positiven Psychologie nach Seligman, mich wirklich um die Gegenwart und die Zukunft zu kümmern. Was brauche ich an Ressourcen, innerlich und äußerlich, damit ich dahin komme, wo ich hin will? Und dazu braucht es eben erstmal den Punkt, wo will ich hin? Ja, weil wenn ich einen Urlaub plane, dann überlegen sich die meisten Menschen auch erst, wo wollen sie hin?
damit sie dann entscheiden können, nehme ich das Flugzeug, das Auto oder den Camper, schlafe ich im Zelt, im Luxushotel oder auf dem Schiff. Ja, aber viele Menschen haben eben kein wirklich formuliertes Ziel, haben Wünsche. Und die Wünsche sind dann meistens formuliert im Sinne von, das will ich nicht länger. Aber was will ich stattdessen? Das ist hier die Frage. Silvi, kannst du mir mal helfen? Da war gerade eine recht lange Frage. Vielleicht hast du auch noch andere Fragen notiert, die gerade gut in das Thema passen. Sie ist jetzt gerade aus meinem Chatfenster. Genau, ich habe auch Fragen, die nicht so ganz dazu passen. Das ist noch ein Nachtrag. Und zwar war die Frage, du hattest ja gesagt, Antje, dass du am liebsten persönlich kennenlernst. Mhm. Und das erste Gespräch ist es dann bei dir in Rosenheim? Oder? Naja, ich reise schon auch an. Bei vielen Unternehmen mache ich ja auch die Trainings oder auch die Einzelcoachings im Unternehmen. Dann fällt natürlich einfach die Reisekosten an und auch manchmal noch ein halber Tag Reisezeit. Also man kann es verbinden mit anderen Aufträgen. Also es muss nicht in Rosenheim sein, es kann, weil für viele kommen sogar gerne hierher, weil sie wissen, dass auch gut ist, dabei mal wirklich das eigene Umfeld zu wechseln, nicht gleich wieder rausgerissen zu werden durch irgendwelche Anrufe oder E-Mails, die auf einen warten, sondern dann auch die Abreise wieder zu nutzen, um auf dem Weg nach Hause sozusagen nochmal ein Stück drüber nachzudenken, was ist denn jetzt im Coaching passiert. Okay. Also es ist da alles möglichst Absprache. Und dann gibt es noch eine andere Frage, und zwar, du hattest vorhin ja über die Ziele gesprochen und da kamen Fragen aus dem Chat, wie prüfen denn die Leute die Realisierbarkeit ihrer Ziele? Das ist eine gute Frage. Dass sie auch nicht überzogen sind oder dass du sagst, ja, du hast jetzt so und so viele Ziele festgelegt und nachher stellst du fest, das ist ganz unrealistisch und bist dann frustriert, wenn du dann Bilanz ziehst. Ja, also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Im Sport suche ich sehr stark natürlich dann, wenn der Sportler damit einverstanden ist, das Gespräch mit dem Trainer und bespreche mit dem Trainer, ob das Ziel des Sportlers realistisch ist. Weil es ist ja auch eine Kunst, die Ziele richtig zu formulieren. Sie dürfen nicht zu groß und nicht zu klein sein. Wenn sie zu klein sind, dann sinkt die Motivation. Sind sie zu groß, sinkt auch die Motivation. Im Unternehmen ist es natürlich häufig so, zum Beispiel FC Bayern ist ja auch ein Unternehmen, lässt sich jetzt natürlich nicht die Ziele aus der Hand nehmen. Dann bestimmt eben der Vorstand oder das Management bestimmt die Ziele für das Unternehmen. Und das muss dann aber runtergebrochen werden auf die Abteilung und die Teams bis hin zu jedem Einzelnen. Und klar, da ist oftmals so eine Abstimmung mit dem Umfeld, eben Gespräche mit Menschen, die den Klienten kennen oder die Person, um die es geht, wichtig, dann zu Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung gegenüberzustellen und zu prüfen. Aber an der Stelle muss ich echt sagen, viele Menschen denken eher zu klein. Ich meine, ich selber habe den Prozess auch hinter mir. Ich hatte einen Mentor die letzten Jahre. Ich habe dem zu verdanken, dass ich mir erlaube, jetzt wirklich groß zu denken. Aber wenn man mir, als ich 2003 angefangen habe, mal gesagt hätte, hey, du wirst international auf Bühnen stehen und sprechen, du wirst viele Bücher schreiben, du wirst von Focus als die renommierteste Motivationstrainerin bezeichnet, dann hätte ich gesagt, von wem sprichst du? Da ist Klein Antje aus Klein Rosenheim nie und nimmer. Ja? Und daher die Gefahr, dass Menschen sich überschätzen, ist prozentual deutlich geringer als die Menschen, die sich eher klein machen und eher zu kleine Ziele setzen. Okay, ich habe jetzt noch eine andere Frage, die ein bisschen vielleicht ab vom Schuss ist. Hast du einen Tipp zum Beispiel für jemanden, der sagt, er möchte als Amateursportler im Rennradsport ein bisschen vorankommen oder so? Was würdest du ihm empfehlen? Naja, da weiß ich jetzt natürlich überhaupt nichts über die Person, wie viel trainiert er schon, was macht er, wo steht er. Wir brauchen ja auch immer einen Ausgangspunkt, sozusagen die Startlinie. Und dann wird eine der ersten Fragen an ihn sein, wo willst du hin als Amateur, was ist dein Ziel? Sind wir wieder beim gleichen Thema. Und was willst du sicherstellen durch den Sport? Ist es ein Ausgleichssport? Ist es der Spaß? Ist es wirklich nochmal der Wettkampf? Weil wir stehen ja ständig im Wettkampf, auch im Berufsleben. Vor allem als Führungskräfte, Gründer, Selbstständige. Wir müssen uns ja immer dem Wettbewerb stellen. Was ist also auch was stellt der Sport in meinem Leben sicher? Und dann wird als erstes das Ziel festgelegt, wirklich auch schriftlich, wird eine Zielcollage gefertigt. In dem Buch Sport Mentaltraining ist eine wunderbare Zielcollage von Wolfgang Mader drin,
weil da wird dann das Ziel visualisiert mit allen möglichen Auswirkungen auf die anderen Lebensbereiche und dann legen wir eben auch fest, was heißt das konkret im Training. Und spezielle Trainingspläne, die müssen dann mit jemand anders gemacht werden, weil ich mische mich in den Sport selber nicht ein. Ich bin nur für das zuständig, was zwischen den Ohren passiert, aber nicht für wie wird trainiert, wie oft und welche Strecken muss er da vorher trainieren. Selbst zum Thema Ernährung halte ich mich meistens raus, weil dafür gibt es wieder spezielle Ernährungscoaches. Okay, danke. Es kommen jetzt noch ein paar mehr Fragen dazu, ja. So sukzessive. Und zwar, du hattest ja die Ziele erwähnt und gesagt, also wenn die Ziele sehr diffus sind, wie schafft man das, dass man sie konkretisiert? Du hast ja auch gesagt, oft weiß man das etwas, was man nicht machen möchte, aber wie finde ich heraus, was ich machen will und erreichen kann? Hast du da Tipps? Ja, da bin ich halt im Coaching schon sehr lästig. Ich frage wirklich immer wieder, was stattdessen? Wenn du nicht nervös sein willst, was willst du stattdessen? Gut, das können jetzt die meisten Menschen noch relativ leicht beantworten. Ich möchte ruhig eine Präsentation oder konzentriert eine Präsentation halten. Bei anderen Fragen des Lebens sage ich immer, tu mal so, als ob du es wüsstest oder als ob du schon am Ziel angekommen wärst. Es gibt dann verschiedene Fragetechniken, wie man nochmal in so ein bisschen Suggestives hineinkommt. Es gibt die sogenannte Grabrede, wenn du stirbst und dein bester Freund, dein Chef und deine Partnerin halten die Grabrede über dich, was möchtest du denn, dass auf dieser Grabrede über dich gesagt wird? Ja, und dann heißt es ja, wenn ich möchte, dass XYZ über mich gesagt wird, dann muss ich jetzt schon anfangen, entsprechende Schritte einzuleiten. Also es gibt da verschiedene Methoden, sozusagen das ganze Thema einzukreisen. Und auch hier wieder wichtig, darüber nachzudenken, es gibt halt nicht alles gleichzeitig. Ja. Viele Menschen wollen am liebsten natürlich den Traumjob 3 Minuten zu Fuß, erreichbar, mit einer flexiblen Arbeitszeit oder auch einer bestimmten Arbeitszeit, nicht mehr als 40 Stunden und. Und irgendwo muss man natürlich mal einen Kompromiss machen. Also es gibt den Traumjob vor der Haustür, den wird es so wahrscheinlich nicht geben. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast jetzt gesagt, dass die meisten Menschen eher kleine Ziele verfolgen und dass sie sagen, ja, eher größere nehmen oder sich selber groß machen. Wie kommt man denn dahin, ein größeres Ziel festzulegen? Also, ja, indem man geschildert hat, das sozusagen von klein Antje aus Klein Rosenheim. Wie waren denn deine Schritte dorthin? Ja, eine Sache war schon, dass ich immer an mich geglaubt habe. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man an sich und seine Möglichkeiten glaubt. Also das zeigt mir auch immer wieder der Spitzensport auf, wenn man sich ich arbeite ja gern nach dem Motto, lerne von den Besten, wenn man sich mit den Besten unterhält, dann sagen sie das auch immer wieder, sie hatten nie Zweifel an dem, was sie können, sie hatten nie Zweifel an ihrer Zukunft. Und da sind wir beim zweiten Punkt, ist eben dieses Bewusstsein um die eigenen Stärken. So mal als Idee, mal einen Zettel nehmen und mal mindestens 15 Stärken aufschreiben. Und was passiert dann meistens? Dass die Leute mich schon wieder nach 3, 4, 5 Stärken anschauen mit großen Fragezeichen. Würde ich den Menschen bitten, schreib mal 10 oder 15 Schwächen auf, wären Menschen sehr schnell fertig. Aber wenn es eben darum geht, mal wirklich sich damit zu beschäftigen, was habe ich denn für Talente, für Stärken, für Fähigkeiten, für Fertigkeiten, dann wird es für viele Menschen sehr schwer. Und sich die bewusst zu machen, die herauszufinden und dann zu stärken, das heißt ja nicht immer, dass eine Stärke zu 100% jetzt da sein muss. Aber wenn ich weiß, dass ich sie in mir habe und immer nur den Zugang wieder freilegen kann oder darf, dann ist es eben einfacher. Und wenn ich dann noch schaue, mit meinen Stärken, die ich habe, wo bin ich denn am besten eingesetzt? Und ich behaupte, in Unternehmen haben viele Mitarbeiter einen falschen Arbeitsplatz. Die wären mit ihren Stärken an einem anderen Arbeitsplatz besser aufgehoben und könnten mehr Leistung zeigen als da, wo sie sitzen. Es gibt ja diese Geschichte von Eckhard von Hirschhausen, der immer sagt, der Pinguin wird auch mit Psychotherapie nie eine Giraffe. Der Pinguin braucht das Wasser als Umfeld, um seine Stärken als Wasserjäger, als schnittiger Wasserjäger wirklich zeigen zu können. Und viele Menschen sind eben als Pinguin leider an Land und nicht im Wasser. Und da sein Wasser zu finden, wo ich dann eben meine Stärken wirklich bestmöglich zeigen kann, das ist eine ganz entscheidende Aufgabe.
Und da muss man eben mal raus aus diesem ständigen Defizitärdenken, rein in das, die Brille Stärken aufzusetzen und zu schauen, bei mir selbst, was kann ich besonders gut, oder Führungskräfte, die bei ihren Mitarbeitern schauen, was kann denn der einzelne Mitarbeiter besonders gut und wo positioniere ich ihn dann in meiner Abteilung oder in meinem Team? Kann man denn so eingefahrene Gewohnheiten auch ändern? Das ist gerade eine Frage, die noch kam. Ich finde, die schließt da sehr gut an, wenn ich dazu neige, zum Beispiel nur meine negativen Eigenschaften zu sehen, wenn ich dazu neige, alles immer mit Ängsten zu besetzen und zu sagen, oh, ob das gut geht. Wie komme ich aus diesem Fahrwasser des Alltags raus? Wie breche ich das auf und knüpfe da neue Synapsen zusammen sozusagen? Also Gewohnheiten können wir verändern. Es braucht ein alternatives Verhalten, sodass sozusagen die Nervenbahnen, die bisher gepflegt worden sind, nicht mehr benutzt werden und sich dadurch zurückbilden und eben neue Nervenbahnen bilden. Und das ist dann eben diese Gedankenhygiene, also zum Beispiel Erfolgstagebuch schreiben, am Ende des Tages sich überlegen, wo waren heute kleine, mittlere, große Erfolge wichtig, auch kleine Erfolge, also zum Beispiel als Gründer. Man weiß, man muss bestimmte Leute anrufen, man hat irgendwie, Kaltakquise, Telefonakquise ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich habe es heute geschafft, ich habe heute den Herrn Müller angerufen oder ich habe zumindest schon mal die Nummer rausgesucht. Also Thema Erfolgstagebuch, Thema Dankbarkeitstagebuch. Ich für mich mache seit 13 Jahren jeden Abend, wenn ich im Bett bin, überlege ich mir, wofür bin ich heute dankbar. Dankbarkeit setzt voraus, dass ich Dinge wahrnehme und dann ist es ja immer was Positives. Ja, und dann zahle ich damit wieder Neuroplastizität ein. Ich habe dann auch einen besseren Zustand, ein besseres Gefühl. Ich schlafe in der Regel auch besser, weil ich sage, so wie man einschläft, wacht man dann auch wieder auf. Also so wirklich kleine Übungen, die jeden Tag machen, lenkt das Ganze auf positive Dinge oder im Umfeld. Ich habe eine Firma jetzt hier im Umfeld, die haben ein schlechtes Jahr, das erste schlechte Jahr seit, glaube ich, Firmengründung. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel draußen stehen beim Rauchen? Sie unterhalten sich überwiegend über negative Dinge, dramatisieren das Ganze, sehen sich eigentlich schon sozusagen im Aus, wird aber nicht passieren, die Firma ist viel zu stark. Und die Führungskraft, die ich jetzt begleite, ich habe zu ihr gesagt, hey, kommuniziert es doch mal in die Gruppe. Mach sie mal aufmerksam, was sie da gerade tun und mach einen Deal. Sag ihnen immer dann, wenn sie möchten, dass sie mit ihnen zum Beispiel auch Mittag isst, dann ist Schluss mit Jammern, sondern wir unterhalten uns über die guten Sachen des Lebens und dann braucht es eine gewisse Konsequenz. Dann wirklich zu sagen, wenn wieder gejammert wird, Leute, wir jammern wieder, entweder wir hören hier auf, gehen wieder zu konstruktiven oder schönen Themen oder ich gehe, ja, mit aller Klarheit. Also es braucht auch ein sich Umfeld schaffen. Mein Umfeld hat sich total verändert, seit ich als Mentalcoach arbeite. Ich halte es heute nicht mehr gut aus in Gruppen, wo nur gejammert wird, wo mit dem Finger auf andere Menschen gezeigt wird, wo wir über die Politik jammern. Und wenn man dann zu jemandem sagt, ja, dann geh in die Politik, mach dich dort nützlich. Nö, oh, da habe ich keine Lust drauf. Ja, dann kümmere dich um dein Leben, schau, was du im Rahmen deines Lebens gestalten kannst. Aber immer alle anderen schuldig zu sprechen, das ist halt schwer, vor allem, weil auch die Politik ja, der eine will, dass sie nach Norden gehen, der andere will, dass sie nach Süden geht, die Politik. Na, man kann es eh niemandem recht machen. Also kümmere dich um die Dinge, die du beeinflussen kannst und die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, akzeptiere. Gibt ja auch aus dem Talmud diesen Spruch. Das ist auch schon mal ein ganz guter Hinweis auf meine nächste Frage. Und zwar, du hast gerade von dem Startup-Unternehmen oder von dem Unternehmen erzählt, das gerade ein schlechtes Jahr hat. Wie geht man denn mit Pleiten und Niederlagen um? Manchmal muss man sich ja auch neu orientieren, alte Werte, alte Ziele überprüfen. Du kennst das auch aus deiner eigenen Biografie. Du hast dich auch komplett neu orientiert, auch im Freundeskreis haben sich Dinge bewegt. Was ist da zu beachten? Ja, ich nenne das Triple A. Also einmal das erste A für akzeptieren, das zweite A für analysieren und das dritte A für abhaken. Also akzeptieren, dass ich heute verloren habe, gescheitert bin, dass mein Fehler unterlaufen ist, ohne dann aber auch wieder zu sagen, die anderen waren schuld. Ja? Dann sauber zu analysieren. Ganz, ganz oft, vor allem im Business. Im Sport wird in der Regel sauber analysiert. Aber im Business, wenn ich dann frage, und was hat jetzt dazu geführt, dass es heute nicht lief, dann ist oft Schulterzucken.
Thema Beziehung, auch ein klassisches Thema. Wenn ich dann frage, und was lernst du jetzt aus dem Scheitern deiner Ehe oder deiner Beziehung? Oh, die oder der andere war schuld. Nee, da waren zwei beteiligt, du hast auch was dazu beigetragen. Lerne daraus. Also Fehler machen unbedingt, aber daraus lernen. Und das ist mir ja nicht mit einer gewissen Nachhaltigkeit passiert das einfach nicht. Da setzt man dann Interimsmanager ein in Unternehmen, die dann oftmals genau nichts anderes tun, als zu analysieren. Zum Beispiel begleite ich jemanden, der eine Druckerei jetzt als Interimsmanager begleitet. Die haben einfach, die müssen ein anderes Papier kaufen, was ein bisschen günstiger ist, und schon sind sie wieder in den grünen Zahlen. Ja? Haben sie aber selber nicht gemacht, ohne die Hilfe von außen. Also sauber analysieren, mir aufschreiben, was möchte ich die nächste Zeit beachten, wo genau möchte ich mich weiterhin entwickeln, was darf ich dazulernen, wo brauche ich welche Ressourcen, und dann abhaken. Weil wenn ich in das nächste Gespräch, in den nächsten Wettkampf gehe, mit dem Versagen vom letzten Mal, schwäche ich mich. Und dann rufe ich ja auch automatisch wieder die inneren Bilder von Versagen in meinem Kopf hoch. Und die haben dann eine große Gefahr, dass sie sich verselbstständigen, verwirklichen. Sondern dann wirklich zu sagen, okay, ich hake ab, das ist Vergangenheit, und ich rede über das Ereignis entweder gar nicht mehr oder nur in der Vergangenheit. Das war damals, nicht das ist heute immer noch so, sondern das war damals, aber viel besser wäre es, noch gar nicht mehr darüber zu reden. Auch zum Thema Neuorientierung gehört so ein bisschen rechtzeitig zu erkennen, wann das Pferd totgeritten ist. Entschuldige die Analogie aus dem Reitsport. Ja, das war. Nein, das war. Man sagt so im Volksmund, ne? Ja. Wie erkenne ich das? Wann ist der Punkt, wirklich mich mal hinzusetzen und zu sagen, Moment, bringt's das jetzt eigentlich noch? Ja, wann ist der Punkt? Der ist natürlich je nach Business, je nach Branche ganz unterschiedlich. Mhm. Also ich würde da dann schon irgendwann mal mit einem Externen arbeiten, wo man mit jemandem, der von außen drauf schaut, sich ein Feedback einholt, oder auch ein Mentor sich an die Seite nimmt, der mit einem das diskutiert und beleuchtet. Wichtig an der Stelle ist ja auch ein Perspektivenwechsel. Ich meine, der eine hat ja auch ein längeres Durchhaltevermögen als der andere, auch finanziell. Also das lässt sich jetzt auf die Schnelle schwer beantworten. Gibt es denn die Möglichkeit, da kommt gerade eine Frage rein, ich schalte derweil schon mal unsere Schlussumfrage, die Zufriedenheitsumfrage, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr da auf die Punkte klickt, müsst ihr irgendwann das Fenster schließen, abstimmen und schließen, dann poppt das auch weg, da, falls es euch nervt im Bild. Ja, genau, die Frage ist, wie kann man als Selbstständiger beim Angebote schreiben, bei Offerten, bei Kostenverhandlungen diese mentale Stärke auch für sich nutzen? Was gibt es da einen einfachen Tipp, den du so auf die Schnelle mitgeben kannst? Ja, das ist eine super Frage, hat mich natürlich auch am Anfang sehr beschäftigt. Für mich, je mehr ich meinen Wert kenne, meinen Selbstwert, je mehr ich um meine Stärken weiß und auch davon überzeugt bin, umso leichter fallen mir natürlich jede Form von Verhandlungen über Preise, Angebote, Gehälter. Also es hat ganz stark was mit dem Selbstwert zu tun, und da würde ich mal als erstes hingehen. Und ein anderes Thema, zwar fast in der Kürze der Zeit schwer darzustellen ist, wenn ich jetzt diese Verhandlung erfolgreich führe, auch zu dem Preis, was hat das, wenn ich erfolgreich werde, für einen Preis in meinem Leben? Also indem man den Sportler, wenn jetzt ein Sportler wirklich einen Durchbruch hat und er ist von heute auf morgen super erfolgreich, was passiert dann? Dann habe ich weniger Privatsphäre, ich habe immer mehr, stehe immer mehr im Brennpunkt in den Social Medias, bei den Medien, bis hin bei Magdalena Neuner damals, bei unserer super erfolgreichen Biathletin, sind die Journalisten auf dem Balkon gestanden. Das heißt, habe weniger Zeit für Partner, weniger Zeit für Familie, und bin ich dann bereit, den Preis des Erfolgs zu bezahlen, oder konterkariere ich unterbewusst den Erfolg und tue mir dann das zu streiten in alle Bereiche aus, auch in den Bereich Festlegung von Preisen zum Beispiel. Und hart bleiben, wenn ich im Preis gedrückt werde? Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu lernen, wenn ich mich immer so ein bisschen kleiner mache dabei? Ja, klar. Was ist die Angst, wenn ich einen Auftrag verliere, das mal zu klären? Was kann im Worst-Case-Szenario passieren, wenn ich einen Auftrag nicht bekomme? Ich meine, ich bin ja mit der Situation bald täglich konfrontiert. Trainer und Coaches werden super gerne im Preis gedrückt.
Und da muss man eben für sich überlegen, wie viel mag man nachgeben, mag man überhaupt nachgeben oder macht man auch, also in meinem Fall bleibe ich beim Preis, aber sage ich verzichte auf die Reisekosten oder ich gebe ihnen dafür noch 30 Bücher für Kunden drauf, muss man sich überlegen, was man für Alternativangebote machen kann. Ich glaube, es geht oft auch um das eben dann zu sagen, nein, ich bin mir das wert, Sie können jetzt überlegen, ob Sie in den Rahmenbedingungen mit mir zusammenarbeiten wollen oder nicht. Oder will ich wirklich den Kunden um jeden Preis, aber dann eben auch zu dem Preis, den der Kunde diktiert. Und das muss ich mir selber schon mal klar werden. Ja. Silvi, haben wir noch was an Fragen übersehen? Also eine Frage ist noch übrig und zwar wollte jemand wissen, wer denn dein Coach war, Antje, von dem du gesprochen hast, der dich dann eben großgemacht hat. Hermann Scherer. Okay, danke. Ja. Aber ich habe auch viele andere gehabt. Also wie gesagt, meine Devise ist, lerne von den Besten, weil es gibt ja nicht das Erfolgsrezept. Das hätten gerne manche von mir, so nach dem Motto, gib mir wie beim Arzt ein Pillchen oder ein Spritzchen und dann funktioniert das Ganze. Nein, so leicht, so einfach ist es eben nicht, sondern ich habe hier auch eine Bibliothek mit über 3000 Büchern. Ich lese ganz viel Biografien und schaue dann eben, was kann ich vom Einzelnen lernen, adaptiere das entsprechend auf Branchen und Business, schaue, was passt zu mir, was passt zu Kunde A, B, C und gebe genau das weiter. Also es heißt auch viel Mentaltraining, heißt auch vieles ausprobieren, passt es zu mir oder nehme ich was anderes, weil der Werkzeugkoffer ist groß. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber nicht alles passt zu jedem. Und das muss man eben ein Stück ausprobieren. Was ist mein Weg? Welches Werkzeug, wenn man das Wort verwenden möchte, passt zu mir? Und genauso, welche Menschen sind für einen Abschnitt des Weges meine bestmöglichen Begleiter, Mentoren, die ich dann auch eventuell natürlich bezahle dafür, dass sie mein Mentor sind. Da kommt immer wieder noch eine Frage nach deinen Kosten. Ich schlage vor, dass das im Zwiegespräch mit dir per E-Mail erörtert wird, im direkten Gespräch. Das möchte ich hier jetzt eigentlich nicht so als Punkt aufgreifen in der Telco. Du hast gerade schon ein wunderbares Schlusswort gesprochen. Gibt es irgendetwas, was du noch ergänzen möchtest? Weil wir sind auch zeitlich jetzt durchaus am Ende unserer Telco angelangt. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, gerne per E-Mail oder auf meinem Handy im Festnetz im Büro bin ich eher selten zu erreichen, weil ich eben viel unterwegs bin. Ich bin immer offen für einen Austausch. Ja, ansonsten gibt es eben die Möglichkeiten, sich das Handout zuschicken zu lassen. Es gibt 6 eigene Bücher und weitere Sammelwerke. Es gibt viele YouTubes und Interviews. Also jede Menge Material. Ansonsten wirklich groß denken. Wer wirklich erfolgreich sein will, fleißig sein, diszipliniert sein und auch immer wieder morgens entscheiden, ich mache das, was ich mache, aus freiem Willen, ich freue mich drauf und nicht dieses, jetzt muss ich schon wieder mal, ne, sondern wirklich jeden Morgen wieder, auch wenn vielleicht mal ein Tag vor einem ist, der auch unschöne Aufgaben hat und doch habe ich mich ja selbst für das, was ich tue, aus freien Stücken entschieden. Da können wir gerne nochmal anschließen und darauf hinweisen, Thema E-Mail, Thema Kontakt zu Antje. Wer ihr schreibt und das Buch gerne als PDF haben möchte, Siegen beginnt im Kopf, stellt sie auf Anfrage gerne zur Verfügung. Ich blende vielleicht gleich nochmal die Seite mit den Büchern ein, dann könnt ihr auf die Titel nochmal schauen. Ansonsten bedanke ich mich heute bei Antje Heimsöth für ihren inspirierenden Vortrag. Ich sage danke für alle, die sich die Zeit genommen haben. Ist ja auch immer ein Stück geschenkte Lebenszeit. Und ich danke meiner heutigen Co-Moderatorin Silvi Denarier aus München. Ein Danke auch von mir an alle. Ja, und zum Abschluss bleibt mir noch der Hinweis auf die nächste Expertentelco am 7. Juli. Das ist nächste Woche um 16 Uhr und zwar zum Thema Akquise. Richtig absichern gegen Erwerbs-, Berufs- und Arbeitsunfähigkeit mit Sven Kessberger. Wieso habe ich da Akquise aufgeschrieben? Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Jedenfalls am 7. Juli um 16 Uhr ist die nächste Telco. Die heutige Telco steht in 2 bis 3 Werktagen im Mitgliederbereich zum Download bereit. Ihr könnt sie dort anhören, ihr könnt sie auf den eigenen Rechner runterladen, auf euer Pad, auf euer Phone runterladen. Ja, und für die Nichtmitglieder, wenn euch die heutige Telco gefallen hat,
denkt drüber nach, ob der Upgrade zum Mitgliederstatus vielleicht jetzt fällig ist und ob ihr die politische Arbeit des VGSD nicht mit unterstützen wollt mit eurem Beitrag. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sage ich. Ich war Elke Köpping aus Berlin. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, und dann werde ich jetzt mal das Meeting unterbrechen. Ihr fliegt jetzt gleich wieder in die Lobby. Macht's gut. Ich hoffe, das Wetter ist etwas besser als bei mir gerade aus dem Fenster blickend.